Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen im Gasthof Herrlichswalde, hier in Sebnitz in der schönen sächsischen Schweiz. Mein Name ist Mike Richter, ich bin Inhaber und Koch hier im Haus. Wir werden heute zusammen einen Hirschbraten in einer Wacholder-Rotweinsauce zubereiten. Wild ist bei uns im Haus immer eine Empfehlung, weil wir als Familie hinter dem Haus ein Dammwildgehege betreiben. Und deswegen haben wir Wild nicht nur im Herbst, sondern ganzjährig in einer optimalen und hervorragenden Qualität zu bieten. Also wir haben jetzt hier ein Kilo Stück Wildfleisch. Wir haben das gestern Abend schon eingelegt, also mit Salz, Pfeffer eingerieben, einen ganz kleinen Spritzer Essig und dann darüber Rotwein, etwas Rosmarin, Thymian dazu und natürlich das Wildgewürz schlechthin, Wacholder dazu gegeben. Jetzt tue ich etwas Öl, geschmacksneutrales Rapsöl in die Pfanne. Die Pfanne schön heiß werden lassen. Das wird schon langsam. Dann das Fleisch aus der Marinade nehmen, etwas abtropfen lassen. Und dann ringsherum richtig schön scharf anbraten lassen. Wichtig beim Marinieren ist, Sie können das 12 Stunden, Sie können das 24 Stunden machen. Sie können da nicht nur Rotwein nehmen, Sie können das gerade beim Wild, ist auch Buttermilch in der Variante, die Sie dazugeben können. Wichtig ist aber, dass die Kühlkette eingehalten wird und das Fleisch nicht wärmer wie 4 Grad wird. Also immer schön im Kühlschrank lassen und dann kann das ruhig 12, 24 Stunden und wenn Sie möchten sogar 48 Stunden marinieren. Durch das Marinieren wird das Fleisch zarter und es braucht dann nicht so lange im Ofen zu braten. Drehen wir es nochmal auf die Seite rum. So, jetzt haben wir es rundherum angebraten. Der Fleischsaft bleibt soweit im Fleisch und jetzt legen wir es raus erstmal in einen Bräter. So, zum Braten gehört natürlich eine richtig schöne Soße und dass wir die bekommen, haben wir etwas Wurzelgemüse und das tun wir zu dem Braten dazu, dass wir einen schönen Bratenfond kriegen. Wir haben zunächst 2-3 Möhren, die wir grob zerkleinern und mit dazugeben, beziehungsweise erstmal beiseite stellen. Wir haben hier relativ unförmige und nicht ganz so knackige Möhren, die sind im regionalen Landwirt, die sind deswegen. Wir nehmen die sind im Geschmack eigentlich nicht zu schlagen. So, von der Sellerieknolle reicht eigentlich eine Viertelknolle zu. Wir schneiden ringsum die Außenschicht ab. Tun den Rest auch grob etwas würfeln, zu kleinern. Zwei Zwiebeln. Und wenn Sie möchten, 2 kleine Knoblauchzehen. Knoblauch ist immer auch ein schöner Geschmacksträger, gerade für eine Soße, finde ich, gehört ein Knoblauch mit dazu. In der Zwischenzeit ist die Pfanne schon schön heiß geworden. Dazu nehmen wir etwas Puderzucker und karamellisieren den zunächst da drin. Man kann auch normalen Zucker nehmen, aber dann dauert der Schmelzprozess länger und deswegen ist Puderzucker zum Karamellisieren. Kann ruhig etwas braun werden. Aufpassen muss man, dass es nicht schwarz wird, denn wenn es schwarz wird, dann wird das Ganze bitter. So, ich denke, das reicht schon. Da geben wir jetzt dazu ein kleines Stück Butter. Reduzieren erst ein bisschen die Hitze. Die Butter lösen wir da drin auf. So, und dann dazu das eben zerkleinerte Wurzel mit Gemüse alles mit rein und leicht angehen lassen. Also jetzt lassen wir das ganze Wurzelgemüse ca. 2-3 Minuten nochmal mit angehen, ringsherum ruhig die Pfanne nochmal schwenken, dann bindet sich auch der Zucker an das Gemüse und es bleibt nicht so in der Pfanne drin hängen. So, also wir haben das Gemüse 2-3 Minuten angehen lassen und löschen das Ganze jetzt mit einem Rotwein aus. Das Ganze kann ruhig wieder nochmal 1-2 Minuten kochen. Damit bindet es auch wieder den ganzen Zucker und der Alkohol verfliegt. Den Alkohol wollen wir ja nicht in unserer Soße haben, sondern nur den Geschmack des Rotweins.
Wichtig, wenn Sie nie wissen, was Sie für einen Rotwein nehmen sollen, für so eine Soße, immer den Wein, den Sie auch trinken, zu im Wild, den können Sie natürlich auch zum Braten verwenden. Und wenn Sie sich immer noch unsicher sind, gucken Sie hinten aufs Etikett und wenn da drauf steht, ideal, passt ideal zu Wild, zu dunklem Fleisch, dann können Sie natürlich auch zum Kochen nehmen. Ich denke, das reicht schon zu. Und jetzt nehmen wir das Ganze und füllen das mit zu unserem Braten dazu. Und haben dann ein wunderbares Wurzelsud. Jetzt tun wir noch 2-3 Thymianzweige mit dazu. Und was haben wir noch vergessen? Ganz wichtig, Wacholderbeeren. Und jetzt kommt das Ganze in den Ofen bei ca. 130, 140 Grad. Umluft einstellen und je nachdem, ob es mariniert war oder nicht mariniert war, 2-3 Stunden. Zwischendrin vielleicht mal mit der Fleischgabel prüfen und mal wenden. Das Garraumklima können Sie noch ein bisschen verbessern, indem Sie ein Gefäß mit Wasser reinstellen. Dadurch kommt eine Feuchte dazu. Bei uns macht das der Ofen automatisch. Am besten prüfen Sie das Fleisch, ob es gut ist mit der Fleischgabel, in den Sie reinstechen. Je nachdem, wenn noch Bratensaft, Fleischsaft rauskommt, dann ist es noch nicht gut. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, das Stück braucht 2 oder 3 Stunden. Je nachdem, wie alt das Stück Wild war, braucht es, wenn es jünger war, braucht es nicht so lange. Wenn es ein älteres Tier war, dann braucht es etwas länger im Ofen. Und dann lieber weniger Temperatur und dafür länger im Ofen lassen. Ja, die 2 Stunden sind jetzt um. Oder sogar 2,5 Stunden. Unser Hirsch, denke ich, ist optimal fertig. Ich tue mal kurz testen. Optimal. Ich nehme den jetzt beiseite, tue den nochmal auf das Blech und Ofen ausmachen. Wieder zurück in den Ofen und halte dann den Braten dort drin warm. Und in der Zwischenzeit bereiten wir jetzt die Soße. Wenn Sie das nicht sofort essen möchten, den Braten, können Sie das auch kalt werden lassen und dann in Scheiben schneiden und am nächsten Tag in der Soße oder je nachdem wann Sie es essen wollen, in der Soße wieder warm ziehen lassen. So, zunächst nehmen wir mit dem Mixstab, berühren wir das Wurzelgemüse etwas. Wenn Sie keinen Mixstab haben, können Sie auch im Mixer selber mehr. Und jetzt passieren wir das durch das Sieb in einen Topf. Am besten Sie nehmen immer eine kleine Kelle und mit der Rückseite dann einfach durch Sieb durchdrücken. So. Gebe ich wieder etwas mehr Hitze dazu. Das Ganze schon mal durchrühren. So, und dazu kommt jetzt nochmal, um das Ganze ein bisschen zu verflüssigen, wieder unser Rotwein. 200, 300 Milliliter dürften genügen. Das Ganze muss jetzt wieder aufkochen, damit der ganze Alkohol verfliegt. So, jetzt tun wir noch dazu eine Schokolade, das ist jetzt eine Bitterschokolade mit einem relativ hohen Kakaoanteil. Da bringen wir noch mal ein bisschen dunkle Farbe und ein bisschen Cremigkeit in unsere Soße. Noch mal schön durchrühren und langsam mit drin auflösen. Ja, ganz wichtig bei so einer Soße oder bei jedem Essen ist eigentlich, bevor man es serviert oder bevor man es irgendjemand anders gibt, nochmal abschmecken. Damit in die Kelle nehmen, auf einen kleinen Teller. Nicht direkt mit irgendeinem Löffel, weil da verbrennt man sich gerne mal was. Ja, die braucht ein bisschen, hier ist noch ein bisschen Alkohol drin. Es muss noch ein bisschen der Alkohol verfliegen. Aber wir können schon würzen mit etwas Salz. Und Pfeffer aus der Mühle. So, jetzt nehmen wir das Fleisch wieder aus dem Ofen. Jetzt
schneiden das. Das geht butterzart hier durch. So, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie Fragen haben rund ums Wild, um die Zubereitung, kommen Sie zu uns. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de